Hallo Aktienfreunde, jetzt im Dividendencheck BASF. Gleich erfahrt ihr, wie viel Punkte die Aktie holt und am Ende des Videos, ob die Aktie aktuell günstig bewertet ist. Zuvor aber noch ein paar Infos. Also, die Firma kommt aus Deutschland und ist in der Chemiebranche tätig. Die Dividendenrendite der Aktie beträgt aktuell ca. 6,5% und die Dividende wurde inzwischen seit 12 Jahren in Folge nicht gesenkt. So, bevor es losgeht mit dem Check, noch der Hinweis, dieses Video dient nur der Information und gibt keine Handelsempfehlung. Jetzt zum ersten Kriterium. Wo liegt die aktuelle Ausschüttungsquote auf den Gewinn der Aktie? Also hier haben wir aktuell einen Wert von 55% und das liegt in einem guten Bereich, würde ich sagen. Damit vergebe ich hier insgesamt einen halben Punkt. Dann zum zweiten Kriterium. Wo liegt die aktuelle Ausschüttungsquote auf den Free Cashflow der Aktie? Also hier liegt der Wert momentan bei 83% und das ist eher mäßig, würde ich sagen. Damit vergebe ich hier 0 Punkte. Das dritte Kriterium, hat die Firma in den vergangenen 10 Jahren regelmäßig Dividenden ausgeschüttet? Das hat die Aktie und zwar ist die Dividende in den letzten 10 Jahren von 2,50 Euro auf 3,30 Euro je Aktie angestiegen unterm Strich. Und in diesem Zeitraum gab es auch keine einzige Dividendenkürzung. Damit vergebe ich hier insgesamt einen vollen Punkt. Dann zum vierten Kriterium. Hat die Firma in der letzten großen Crashphase regelmäßig Dividenden ausgeschüttet? Also kurz vor der Finanzkrise bis kurz danach ist die Dividende ebenfalls angestiegen und zwar von 1,50 Euro auf 1,70 Euro je Aktie. Allerdings gab es hier einmal eine Dividendenkürzung. Damit vergebe ich hier insgesamt einen halben Punkt. Das fünfte Kriterium. Wie stark war das Dividendenwachstum in den letzten 5 Jahren? Und hier ist die Dividende im Durchschnitt pro Jahr um 2,3% angestiegen und das ist vergleichsweise nicht so berauschend und damit vergebe ich hier 0 Punkte. Dann zum sechsten Kriterium, wie soll sich die Dividende laut aktueller Prognose entwickeln? Also hier die Firma bereits angekündigt, dass man die Dividende erhöhen will bei der nächsten Hauptversammlung, die soll Ende April jetzt 2022 stattfinden und da hat man verkündet, dass man die Dividende da eben anheben will um 10 Cent, also von 3,30 Euro auf 3,40 Euro. Also das ist noch nicht endgültig entschieden, allerdings soll dies, wie gesagt, auf der Hauptversammlung dann beschlossen werden. Und daher schaut es momentan ganz gut aus, dass es zu einer Dividendenerhöhung kommt. Und damit vergebe ich hier insgesamt einen vollen Punkt. Dann zum letzten Kriterium. Wie entwickelt sich voraussichtlich der Gewinn des Unternehmens im folgenden Geschäftsjahr? Und laut den aktuellen Prognosen soll der Gewinn die Aktie an, der soll fallen, und zwar von 6 Euro auf 5,48 Euro je Aktie, also so zumindest die aktuellen Schätzungen der Analysten für 2022. Und damit vergebe ich hier 0 Punkte. So, damit kommen wir dann zum Gesamtergebnis und hier holt BASF bei meinem Sicherheitscheck, nee, bei meinem Dividendencheck, insgesamt unterm Strich 3 Punkte von 7 maximal möglichen Punkten und immer der Dividendencheck am landet die Aktie damit gerade so noch auf der zweitbesten Stufe. So, dann kommen wir jetzt zur Rangliste aller bisher gecheckten Aktien in meinem Dividendencheck. Und hier landet BAS momentan mit den 3-jährigen Punkten hier auf dem 9. Platz. Also hier werde ich die Aktie dann nach Veröffentlichung des Videos einordnen. Und die Rangliste könnt ihr übrigens jederzeit auf meiner Website abrufen. Den Link dazu findet ihr direkt unter dem Video. So, jetzt zum Abschluss analysiere ich noch, ob die Aktie aktuell günstig bewertet ist. Das mache ich wie immer im Aktienfinder. Und hier sieht man zum einen den Kursverlauf der Aktie von ca. 2008 bis aktuell, wo ich das Video aufnehme. Und zwar ist das ca. Mitte April 2022. Und dann haben wir noch hier die gestrichene Linie. Das ist der Verlauf des Fernwerts nach dem bereinigten Firmengewinn. Und hier können wir jetzt erkennen, dass aktueller Kurs unterhalb der gestrichenen Linie verläuft. Also scheint die Aktie momentan zumindest unterbewertet zu sein. Zumindest im Vergleich zum fairen Wert bereinigt. So, das war es dann auch wieder mal mit diesem Video und hier noch ein Abschluss der Hinweis. Mein Check gibt nur eine persönliche Einschätzung zur Aktie anhand der analysierten Kriterien. Und diese Einschätzung, die kann sich natürlich auch als falsche herausstellen. Dann macht's gut, bis zum nächsten Mal.